Hallo, eine gute Nacht. Herzlich willkommen zu Let's Sleep, dem einzig wahren Sedativum auf Rocket Beans TV. Ich bin Andi und wir spielen Earthbound. Ich fasse kurz zusammen, was wir in der letzten Folge erlebt haben. Und zwar haben wir mit unserer Truppe, bestehend aus Karl, Antje und Bernie, eine Höhle in der Wüste von fünf dicken, fetten Maulwürfen befreit, beziehungsweise eigentlich nur von vier, weil die eine hatten wir schon in der Folge davor erledigt, die Maulwurfkreatur. Und jetzt wird da wieder gebuddelt nach Schätzen, also nach Gold. Und da wussten wir nicht mehr, was wir tun sollten und sind jetzt auf dem Weg nach Foresight und befinden uns gerade auf der Brücke, weil wir gedacht haben, dort ist der perfekte Ort zum Aufhören vom Panorama her. Und da steigen wir jetzt auch ein. Tada! Hier sind wir. Wir haben ja letzte Nacht oder auch den Einschlaf-Dance zelebriert. Okay. Wie krass ist denn das? Karl, Greetings. Wir triggern hier gerade ein Quicktime-Event. Was ist das für ein dubioser Zufall, dass wir in der letzten Folge gedanced haben und genau vor dem Quicktime-Event gespeichert haben? Also das, also ohne Witz, ich habe da nicht irgendwie im Vorfeld gecheckt, was hier passieren würde. Das ist gerade der absurde Moment. Auf jeden Fall kommt der Buddelboy mit seinem, ist uns mit seinem Bagger hinterher gefahren. Ich habe letzte Folge noch gesagt, wie gern ich Bagger mag. Gerando, der Bruder von Montagu. Gerando ist in der Mine. Aber er hat nichts, keinen vergrabenen Schatz bisher gefunden. Aber wir haben, guck mal, diesen Diamanten gefunden. Hier, ich soll ihn dir geben. Los, nimm ihn. Bitte schön. Okay. Ah, mal gucken. Also, warum wir Gold haben wollten, war ja eigentlich, um die Runaway 5 mal wieder freizukaufen. Ich guck mal diesen Diamanten mal an. Ich fühle mich auch, eigentlich fühle ich mich gar nicht so zuständig für diese ollen Boys. Aber Diamant, ein großer, riesiger, teuer aussehender Edelstein. Was ich allerdings nachgeguckt habe, weil ich ja letztes Mal wie ein Blöder mit dieser Kontaktlinse rumgelaufen bin. Wer, also wem die wohl gehört oder wo ich die Person finde. Und da bin ich darauf gestoßen, dass die der Person im zweiten Stock der Bäckerei gehört, weswegen ich da mal eben hindacke. Ich würde gern zwischendurch nochmal ein Taxi verprügeln. Denn ich muss wirklich sagen, dass wild gewordene Taxen meine Lieblingsgegner sind, bisher von allen Gegnern, die ich gesehen habe. Also versuchen wir das mal mit den Gütern. Ja, Selina. Yes. Du bringst mir das Erinnerungsstück an meine Oma, die Kontaktlinse. Danke. Danke so sehr. Jetzt kann Mr. T endlich wieder gucken,
Was er ja auch muss, denn Mr. T ist ja ein guter Pilot, zumindest beim A-Team. Es ist in unserer Familie Tradition, Dinge für ewig zu behalten. Okay, ich gebe dir irgendwas als Belohnung. Hier sind Socken, die ich nur für besondere Gelegenheiten benutze. Okay, er hat diese Socken nur für ein paar Jahre getragen. Ja, es gibt keine Löcher und sie wurden nur einmal getragen, seitdem sie das letzte Mal gewaschen wurden. Die stinken ein bisschen, aber sie sind immer noch gut. Hey, don't refuse me here. I'm being generous. Ja, da weiß ich nicht, ob ich nicht doch lieber, sagen wir mal, die Kontaktlinsen behalten hätte. Vielleicht kann man die als Ausrüstungsgegenstand tragen. Und sie hat ein paar schmutzige Socken erhalten. Bitte, pass gut auf meine Socken auf. Scheiße, da muss ich echt nochmal rausfinden, wem diese verdammten Socken wohl gehören. Oh nee, Socken. Ich will mir den mal angucken. Ich bin erstmal schnell raus aus dem Laden gerannt. Weil ich einfach... Der Mann ist mir jetzt ein bisschen zu creepy geworden. Hilfe. Schmutzige Socken. Wenn man sie im Kampf benutzt, dann wird dem Gegner sehr schlecht. Sie können nicht mehr kämpfen. Danach sind sie weg. Okay, es ist also ein Item für den Kampf. Na gut. Danke. Vielen lieben Dank. So, Topola. Jetzt will ich zum Manager gehen. Please have your tickets ready. Oh Mann, Güter. Muss ich? Ich habe kein Ticket mehr, ne? Ja. Bernie. Die muss man echt jedes Mal neu benutzen. So, der Manager war hier, ne? Oder die Managerin war das doch. Ja. Die Managerin mit den roten Pixel-Teufelsaugen. Ich will mir das hier nochmal auf dem... ganz hier auf dem Screen angucken. Ja, die ist sehr böse. Hey, you guys, or something like that. Ja, ich bezahle jetzt mit einem Diamanten. Das ist kein verbundenes Grab. Mal gucken. Antje hat den? Ja, habe ich noch richtig in Erinnerung. Was? Ich kann nicht sagen, was das ist aus dieser Distanz. Bring es näher. Guck mal, eigentlich weiß sie genau, was es ist, denn sie hat diese roten Laseraugen. Aber die holt. Ich kann mir so vorstellen, dass sie gleich so eine Froschzunge hervorklatschen lässt, um diesen Diamanten in sich einzubringen. Bring es näher. Soll ich halt von hinten kommen, oder was? Ja, aber das ist ein. Das ist deine. Okay. Machen wir es von hier. Guck mal. Güter. Und hier, Diamant. Benutze. Yay! Das Diamant. Möchtest du mit diesem Diamant bezahlen? Shine bright like a diamond. Oh, okay, that's fine. I rip up this contract. Guck mal mit ihren Laseraugen. Na klar, die steht total auf Diamanten. Wahrscheinlich will sie diesen Diamanten vor ihr Auge bauen, um damit rote Laserstrahlen wegzuschießen. RIP. Sie mir weggerippt. Erzähl niemanden vom Team Diamanten. Ich will diesen Plan auch geheim halten. Der Diamant ist vielleicht $50 wert. Thump, thump, thump. Aber sie steht einfach.
haben die Runaway Five wieder befreit. Okay, und jetzt? Die freuen sich halt sehr. Well, our fans are waiting, baby. Wo wollen sie denn jetzt hin? Let's just do this wonderful show and then get out of here. Wenn sie jetzt noch eine Show machen, oder was? Dann wäre das die dritte Show, die ich von denen sehe. Mittlerweile kann man echt sagen, dass ich Fan bin. Money, that's what I want. Money, that's what I thought. Freedom ist, was wir really gesucht haben. Ja, komm, jetzt hol denn. Fuck so Sonisten wieder ab. Na nun? Diese eine Last Show, die will ich dann aber auch sehen. Okay, dann gucken wir uns jetzt nochmal diese Show an. Welcome to the final Runaway 5 Performance at Topolo Theater. Mal gucken, ob sie sich dafür was richtig Geiles überlegt haben. It's going to be a great show. We are so good, it makes me think that those kids by the exit will wet their pants. Also ein Konzert, um sich dabei einzupinkeln. Diese Kinder sind hip, Baby. Diese Babys essen hip. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Das ist ein sehr langsamer Blues, den sie da spielen. Coole Choreo. Da laufen sie wieder einen Diamantstern. Aber den Song spielen die eigentlich jedes Mal, oder? Holen die jetzt die... Wer ist denn damit auf der Bühne? Sie ist doch neu. Sie ist nicht die Managerin. Dann hätte sie nämlich bösere Augen. Ist es Cameron Diaz vielleicht? Hat die dann Gastauftritt? Krass, der Bus kommt mit auf die Bühne. Das ist derbe. Ja, und mit diesem Eindruck einer krassen Show, den man ja auch erstmal verdauen muss, würde ich sagen, gehen wir kurz in die Werbung. Ich denke mal, wenn der Algorithmus von YouTube richtig ist, wird es jetzt irgendwie Werbung für eine Bluesmusik-Compilation geben. Wir werden sehen, ihr werdet sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Sleep. Wir wurden gerade Zeuge des letzten Konzerts der Runaway 5 in Forsyth. Der Bus hat die beiden Sänger abgeholt und noch eine dubiose Frau war dabei. Mal gucken, ob der Backstage jetzt leer ist und ob die vielleicht noch Getränke dagelassen haben. Don't you come to see Miss Venus? Mrs. Venus? Ah, Mrs. Venus als Special Act, oder was? Das ist Mrs. Venus. Oh, du bist nur ein kleiner Junge. Ich bin zu beschäftigt, um dir ein Autogramm zu geben. Vielleicht nächstes Mal, kleiner Mann. Was? Womit bist du denn beschäftigt, hä? Beschäftigt damit, aus dem Fenster zu gucken, oder was? Vor dem Sofa zu stehen und aus dem Fenster zu gucken. Oh, ich raste aus. Ich raste aus, Miss Venus. Das ist wirklich... Ich bin nicht nur ein kleiner Junge. Ich bin nämlich Level 38. Und meine Kollegen sind mindestens Level 34. Na toll, muss ich dir irgendwas geben?
hoffentlich sind die Runaway Five Boys jetzt noch irgendwie zumindest draußen. Was ist mit euch? Oh, ich kann jetzt die Runaway Five nicht mehr sehen. Ich sollte... I should dump this sorry excuse of a man and become a Runaway Five Groupie. Ja, wer hat doch ein Groupie von denen auf jeden Fall? I heard Venus made an appearance at the Runaway Five Show. Ja. Und er hat sie nicht mitgekriegt. Oder ist das eine sie? Sollen wir hier gucken? Nee, das ist ein Typ in einem sehr bunten Hawaii-Hemd. Ja, war leider auf dem Klo. Das ist nun mal dein Problem. Jetzt wird er für immer Badezimmer hassen. Ja, dein Problem. Mach bitte Platz. Ey, sind die Runaway Fives jetzt einfach ohne mich abgehauen? Nee, oder? Hallo, bitte? Nee, oder? Wie ätzend. Wie ätzend ist das? Das kann doch nicht sein. Dann vielleicht machen die aber auch noch eine Party in ihrer Bar. Ich habe gerade eine Million Dollar für die ausgegeben, in Diamantform. Auch wenn mir gesagt wurde, dieses sei gar keine Million Dollar wert. Checken wir doch mal, ob die vielleicht ein Party-Drink einnehmen. Hat der schon mal in vorletzte Folge über diese Bar erzählt? Nee. Nee. Tja. Das ist der Espresso Junkie. Sie meinten, ach, der Department Store hat offen. Guck mal an. Wer ist er? Okay, hat der Department Store jetzt geöffnet, aufgrund dessen, dass wir die Runaway Files freigelassen haben? Ich weiß es nicht. Nein. Und du? Ja. Was brauchen wir denn mal nicht mehr? Warte mal. Antje hat auf jeden Fall dieses Silver Bracelet, das ich nicht mehr brauche. 300 Tacken. Nehme ich. Ja, und ich will noch mehr zurückbringen. Und zwar... was hat der für einen Coin? Warte mal. Coin of Slum. Ach nee, warte mal. Bernie natürlich. Sag ich, ich wäre schon bei Bernie. Hey, er leuchtet gerade. Mein LED-Licht neben mir, es blinkt. Da hatte ich auch nicht mit gerechnet. Warte mal, wir hatten doch noch irgendeinen. Okay. Nicht Antje. Platinumband. Coin of Slumber, natürlich, den können wir verkaufen. So haben wir es. 750 ml. Hi, nein. Das ist eine gute Menge Money. So mehr will ich gerade noch nicht verkaufen. Mal kurz die verschiedenen Stockwerke auschecken. Okay.
Eis stand, aber ich will mit allen reden. Alles ist so teuer. Soll ich wieder nach Hause ziehen? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ah, Seasonings. Ja, das weiß ich, wie es funktioniert. Das ist alles doch gar nicht so teuer. Der Standardpreis ist $2 für Ketchup heute. Aber da muss ich erstmal nochmal irgendwie einen Guide zu checken. Welches Essen mit wem gut kombinierbar ist. Denn ich glaube, ohne ein... Ist das eine Geheimtür? Ist das das Lager? Wer ist denn hier? Ja, ich will mal gucken. Hyperbeam. Hyperbeam ist super für Bernie. Natürlich Bernie. Und der wird es auch benutzen. Kriegt 10 mehr auf Attacke. Und wir verkaufen dafür. Was hat er vorher statt des Hyperbeams? Ach, Karl, nein, Bernie. Er hatte den Hyperbeam und hat vorher die Lasergun. Forget it, I don't want to buy that junk. No, okay. Lasergun will er nicht kaufen. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir die anderweitig loswerden. Jetzt ist es hier auf dem Flur gerade ein bisschen laut. Ich würde ja gerne hingehen und schreien, aber mal gucken, was du hast. Du hast auch nichts Besonderes für mich. Ach, natürlich kann man dir nichts verkaufen, das ist ein Burgerladen. Hast du mal zu McDonald's gegangen und hast du bist gefragt, was du haben willst. Sagst du, ja, also ich würde gerne. Ist auch nichts Besonderes bei. Picnic Lunch ist natürlich sehr effektiv auf jeden Fall. Ich nehme jetzt einfach mal eins mit. Nein, ach egal, ich will nichts mehr. Drauf rennen kann, ärgert mich auch ein bisschen. Okay, das hat relativ viele Stockwerke. Was geht mit dir? Mumbel, mumbel, mumbel. Oh Mann, ich bin so beschäftigt. Lass mich in Ruhe, Kind. Sind das hier Bücher? Oder sind das Regale mit irgendwas drin? Ich muss das ja nochmal... Ja doch, das könnten Bücher sein. Ja, ist was. Nochmal ein Lagerraum. Die gar nicht sichern, ne? Du musst einfach in den Lagerraum gehen und da... Weiß nicht, wenn du gerade deiner Freundin unterwegs bist. Lucy Cat zum Beispiel. Dann kann man da natürlich direkt einen Amateur Dings drehen. Can I help you? Lars Erik Paulsen rennt hier gerade und ist sehr laut, aber er weiß es wahrscheinlich einfach nicht. Luxus. Wow, eine Chef. Gold. Oh. Natürlich tragen wir jetzt auch Gold. Ich habe nicht genug Geld. Natürlich nicht. Sell. Bracelets. Es ging um Bracelets, ne? Ich muss Geld abheben. Ich will kurz nochmal die Preise zusammenrechnen, was ich jetzt alles brauche. Also ich brauche 1200 für diese Pfanne und 5000, ach sagen wir, 6800 $.
100. Ach shit, Mann. Ich muss zum ATM gehen. Texas nach 100. Withdrawal 6.800. Ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Ich kann es ja eh am Ende dann wieder da abgeben. Ich nehme mal $10.000 mit. Also wenn ich am Automaten versuche $10.000 abzuheben, dann fällt dieser Geldautomat lachend aus der Wand, anstatt mir das einfach so auszuspucken. Er war das, ne? Sie war das. Er war das. Ich erkenne das einfach nicht so gut. Ja, klar, ist ein Dude mit einer Krawatte. Oh, das war er gar nicht. Das war doch sie. Sie mit ihrem, ne? Ihrer schicken Kampfuniform. Das ist eigentlich ein ganz cooler Dance, den sie da macht. Den will ich auch so. Wenn ich das nächste Mal in der Diskothek bin, werde ich genauso tanzen. Genauso lange, wie diese Frau es durchhält, so zu tanzen. Klar, ich kaufe was. Ich kaufe eine Küchenchefpfanne. Und Antje wird die selbstverständlich tragen. Oder was heißt selbstverständlich? Natürlich ist es nicht selbstverständlich, dass die Frau die Pfanne trägt. Wir verkaufen die Luxuspfanne. Wir wollen noch Dinge aus Gold. Gold Bracelet. Antje braucht es nicht, denn sie hat bereits ein Platin Bracelet. 91, es gibt 15 mehr. Bye. Nochmal Gold. Für Bernie. Ja, das. Ich mache so, ja. Er ist noch was, was du damit tun kannst. Ja. Und zwar möchte ich gerne, ein Silver Bracelet verkaufen. Okay. Ja. Ich möchte nämlich gerne ein Gold Bracelet kaufen. Bernie. Ja. So. Und vielen Dank. Tschüss. Die war vorhin unhöflich. Oh, du hast nicht genug Geld. Jetzt komme ich hier als Super Rich Dude wieder. Und sie schleimt sich über mir ein. Was ist mit dir? I wanna save up some money and go to Summers or something else to relax. Gibt's einen Relax-Ort? Toys, Sports. Hier oben wäre auch ein Geldautomat gewesen. Hey dudes, it's summer. It's the manly time of the year. Time for sports, guys. Ja, was hast du denn für einen Sportkram am Start? Nur Bullshit. Nur schlechten Bullshit. Also, sowas nennt sich ein Sportfachgeschäft. Nee. Nein, lass mich. Das ist echt. Du bist ein schlechtes Geschäft. Hallo. So, was hast du für tolle Spielsachen? Wahrscheinlich Teddybär? Nein. Guck mal, Coin of Defense. Natürlich. Das, kann ich was verkaufen bei dir? Ich mach einfach anders. Ich nehme dieses hier, Coin of Slumber, gebe das an irgendwen, Karl, und hole dir jetzt das Krasseste. Ach, ich hatte
hätte das auch verkaufen können. Dann verkaufe ich das jetzt aus Karls Inventar schnell. Ein Schlummertaler. Schlummertaler. 750 Dollar. Ich möchte kaufen, und zwar ein Defense-Taler. Bernie. Irgendwie müsste ich mal gucken. Wow. No. So, was ist mit ihm hier? Wenn ich groß bin, möchte ich für Abe als Programmer arbeiten. Do you have any connections with those guys? Klar. Ist nochmal ein Lager. Oh, nee, das ist kein Lager. Sieht eher aus wie das Büro eines Managers. Kann man das durchsuchen? Kann man hier am Fenster irgendwas machen? Okay, hier kann man anscheinend nichts machen. Hm. Ja, es ist mir alles noch ein bisschen suspekt. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau los ist. Also falls ihr gerade hört, wie sich hier Leute unterhalten, das passiert jedenfalls gerade in der Küche. Kann immer sein, weil das Mikro jetzt empfindlich eingestellt ist, dass man auch den Sound draußen ein bisschen wahrnimmt, weil ich hier war ich auch schon oder in diesem Lager ist der. Na klar. So und weiter. Da haben wir zumindest eine Shopping-Tour gemacht. Wer ist er? Okay, das war ein Alien. Hat der gerade... Your attention, please. Hat der gerade Antje gekidnappt? Antje ist weg. Your attention, please. Would the customer from Unet, Mr. Carl, please proceed to the office on the fourth floor? That was customer Carl, fourth floor office. Quark. Okay. Ich rufe Papa an. Vielleicht kann er mir helfen. Okay, und wir haben tatsächlich Antje nicht mehr im Team. Ich werde auch mal ein bisschen... Falls es jetzt eine Art Kampf gibt, möchte ich gerne ein bisschen Geld einzahlen, denn man verliert, wenn man stirbt, Geld. Also Bargeld. Deswegen, also ich finde, 1000 sollte man schon immer dabei haben. So. Auf jeden Fall auch das Licht ausgefallen. Zum Glück haben augenscheinlich die Rolltreppen eine eigene LED-Beleuchtung oder sowas. Ich weiß nicht, warum die sonst beleuchten. Das ganze Personal ist auf jeden Fall auch nicht mehr da. Der hat die, glaube ich, einfach als Köder. Natürlich ist es eine Falle. Es ist völlig klar, dass es eine Falle ist. Hier sind jetzt mich angreifende Päckchen. Mystical Record und eine Gitarre. Welche, wie hieß die Gitarre? The Musica. Okay. Psy. Ich nehme einfach meinen Mega Psy. Und Bernie haut halt drauf. Oh, 99 macht diese Schallplatte an Schaden. Hoffentlich sind die dagegen nicht irgendwie immun.
Aua! Okay, die Schallplatte haben wir besiegt. Jetzt müssen wir hier nochmal draufhauen. Oh nein. Wir sind eingeschlafen. Man kann einfach nichts machen. Wie lange soll das jetzt noch gehen? Oh Mann. Oh nee. Das ist ja ein fieser Kampf. Hätte ich auch einfach rausgehen können eigentlich, anstatt Antje hinterher zu rennen. 129, hoffentlich ziehen meine Guts. Das waren aber keine Endwaffe. Das ist einfach eine Art von Gegner, an die ich mich jetzt gewöhnen muss, glaube ich, weil es schwerer wird. Eine Schallplatte und eine Gitarre, die mir so krass zugesetzt haben. 3242 Erfahrungspunkte, okay, aber das waren ja auch unvermeidbare Fights, ne? Die waren ja einfach am Ende der Rolltreppe. Life up. Warte mal, was habe ich denn? Habe ich irgendwelche Güter auch, die ich dafür benutzen kann? Magischer Trüffel, Secret Herb, nee. Ach, natürlich nicht, weil diese ganzen Picknick-Mahlzeiten hatte ich Antje gegeben. Och, nö. Na gut. Dann muss Life of Beta nochmal drin sein für Bernie. Wer weiß, was hier ist, was nächstes kommt. Noch zwei so Kisten. Na komm. Wir nehmen eine einzelne davon, oder? Habe ich das jetzt geschafft? Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Komm, wir müssen einfach schnell zerkloppen. Bernie benutzt natürlich seinen HP-Sucker. Nein. Ah, brauchen wir gar nicht. Ist gut, dass wir dieses Päckchen jetzt einzeln erledigt haben. Und, Psy, Life Up. Beta auf Bernie. Nein, Angriff von hinten. Oh nee. Oh nee, das war natürlich Elektroschock. 154, 117. Wir müssen echt Bash. Nee. Psy. Ich weiß nicht. Psy ist in der, es hat nicht so viel gebracht eigentlich. Und du benutzt den AP-Sucker. Ich weiß es nicht. Oh. Erster trifft nicht, zweiter trifft. Bernie. Und geht der drauf? Bernie ist down. Tja. Das war aber nichts. Das war wohl mal wieder nichts. Bernie ist down. Wie gehen wir damit um? Wir haben auch nichts zum Wiederbeleben, ne? May revive. Okay, doch, wir haben ein Secret Herb. Okay. Okay. Use auf Bernie. Es hat einfach nicht funktioniert. Selber heilen, Karl. Und dann gucken wir mal, was passiert. Sanctuary Melody. Ich glaube, das ist natürlich jetzt dumm, dahin zu gehen. Also,
Hallo. Quark, Quark. Das ist endlich geschafft. Dieser Department Store wird dein verdammtes Grab sein. Du wirst weg sein und du wirst brennen in... Naja, nee, du gehst in den Himmel. Okay. Fire SNES, gucken. 192, ich weiß es nicht. Cypress Alpha. Oh, 155, der ist doch zu stark für mich, Mann. Psyflash. Gucken. Bringt das was gegen den? Und der zieht mir 7. Psy, ich versuche nochmal einmal Psy SNES. Geht natürlich gar nicht. Cover, muss nur live ab auf mich selber machen. Ach, er verletzt sich selber. Hey. Weil ich ihn nichts anderes machen, als er draufhauen. Er kann mich Psy-freezen und ich kann ihn einfach nur verprügeln. Und vielleicht noch Items nehmen, die mich heilen, die aber nichts bringen. Ich könnte diesen Superbombe kann er nicht benutzen, ne? Doch. Oh. Ups. Okay, haben wir den Department Alien Store doch. Siegt und Karl kriegt 24.291. Wow, ich bin ein bisschen geflasht. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal kurz eine Pause machen. Ich habe gerade ein sehr tentakeliges Alien besiegt und konnte leider diese Erfahrung nicht teilen mit Bernie. Ist ein bisschen ärgerlich, aber in der Werbung haben wir genug Zeit, darüber hinwegzukommen. Deswegen sage ich mal, bis gleich nach der Werbung. Hallo, ihr kleinen Kuschelmäuse. Ja, was für ein Cliffhanger gerade, oder? Antje wurde entführt. Wir schaffen es auf dem letzten Zahnfleisch, den Alien-Führer des Ladens anzuhauen und haben es gerade geschafft. Jetzt habe ich noch nicht geguckt, ob wir aufgestiegen sind. Das anscheinend erfahren wir jetzt. Oh Gott, was wird wohl danach passieren? Ja, 39. Offensive 2, Defensive 2, Geschwindigkeit 1. Points 1. Und Karl hat ein neues Live-Up. Hoffentlich geht das endlich mal auf die ganze Crew. Even though you could beat me, Master Giglias will avenge me. At this moment, Antje should be Montoli Grog. Was? Hallo, ich bin Papa. Ach, das ist echt unpassend, dass du gerade anrufst. Nein, nicht jetzt. Das ist kein guter Moment, um eine Pause zu machen, Papa, wirklich nicht. So. Okay, Montoli. Ups, und da schalten sie das Licht auch schon wieder an. Na toll, nimmst du jetzt ein Foto? Aber ich weiß jetzt mit Geister-Bernie auf jeden Fall drauf. Liebe Regie, ich hab mich gerade irgendwie doppelt. Irgendwie ist irgendwas
anders. Es ist jetzt nicht so ganz krass wild. Irgendwas klingt hier merkwürdig. Vielleicht ist auch dein Mikro noch offen. Ja, daran hast du, glaube ich, gelegen. Kann das sein? Ja. Nee, das ist auch nicht. Oh. Naja, ist auch nicht so wild. Ich muss irgendwie mal gucken, ob ich irgendwas kaufen kann, mit dem ich jetzt... Shop. Nee, mit dem ich mal meinen kleinen Geister Bernie wiederbeleben kann. Das hier irgendwie, hast du so ein bisschen Superfood? Picknick Lunch. Nee, das bringt's alles nicht, Mann. Ich brauche irgendeine besondere Kräuter oder so. Von irgendeinem Burger, da gibt's auch keine Burger, die sowas könnten. Ach, Misty. Misty. Ja, du hast nur irgendeine Hotelkarten gehabt, ne? Nein, das warst die Rückgabefrau, die... Du hast nur... Topola Theater. Ne. Die hat einfach nur ihre Konzertkasse da. Klar, dass ich jetzt wahrscheinlich einfach hier hin muss. Ne? Monotoli. Aber ich muss vorher mal ins Hotel. Ich bin gerade in einer ganz schlimmen Situation, Mann. Ich weiß auch nicht genau, warum ich... Ach ja, weil ich natürlich meine Psychic Power zumindest mal auffüllen will. Gibt es ein Krankenhaus vielleicht? Hospital? Na klar. Im Hospital musste man doch eigentlich wiederbelebt werden können. Die haben doch einen, wie heißen sie? Strom auf Brust. Nicht EKG, sondern Defibrillator. Um mich zu entfibrillieren. Heiler, der müsste doch das können. Ne, der konnte das letztes Mal auch nicht, ne? Oh Gott. Bernie. Oh nee. Irgendein Kräuter. Heiler, kannst du bitte... Es ist mein Job, dich zu heilen. Brauchst du Hilfe? Ja. Restore Feeling. Feeling? Nee. Man kann es einfach nicht heilen. Man kann Tod leider nicht heilen. Ich versuche trotzdem soften. Nee. Ja, das geht nur, wenn die Leute diamantifiziert sind. Oh, nee. Das ist aber auch einfach hauptsächlich gerade so, weil ich so aufgeregt bin. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich im Dorf von den ganzen... Mr. Saturns, da kriege ich die Kräuter. Aber das ist jetzt sehr weit weg. Wer handelt denn nochmal mit solchen Kräutern? Ich muss ins Hotel, bevor ich auch diese cranky Oma da, die aber das eh von mir weggerannt ist. Doch, ich gebe dir Tipps. Ist ja okay, ich gebe mir auf jeden Fall Trinkgeld.
total dumm, dass ich da alleine schlafe, weil mein Geisterkollegen wird das nicht wiederbeleben. Na, lies mir mal die Zeitung vor, bitte. Guten Morgen. Oh, auf der Titelseite ist immer noch, dass alle und Toni supporten. Hab ich eventuell irgendwas im Escargo Express? Das wäre noch eine Möglichkeit, sich im Escargo Express ein Wiederbelebungsmittel habe. Delivery. Bitte sag, dass ich irgendwas Cooles noch hab, was mich... Nee. Das bringt alles nichts. Mano. Refreshing Herb. Das geben wir nochmal an Bernie, hoffentlich. Nein. Das ist nur gegen Gift und es kann eventuell wiederbeleben, ne? War das nicht so? Ist jetzt auch egal, wir haben diese Kräuter verschwendet. Dann rufe ich jetzt meinen Daddy an. Und ich speichere hier über den klassischen Weg. Und ja, das ist tatsächlich sehr traurig, man. Ich gehe jetzt einfach nochmal. Oh nee, jetzt habe ich natürlich versehentlich das Spiel so. Ich habe meinem Daddy gesagt, dass ich jetzt ins Bett will und resten. Deswegen muss ich hier einmal die Konsole zurücksetzen. Tada! Ich habe ja alles gespeichert. Mache so. Und lade den Speicherstand. Dann denkt mein Daddy auch tatsächlich mal, dass ich gespeichert hätte. Guck. Level 39. Continue. Und dann sind wir direkt wieder da. Ich hab diesen... Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Also, weil hier in dem ganzen Supermarkt gab es halt, glaube ich, nichts Vernünftiges. Vielleicht gibt es ein Kaffeegetränk, welches einen so wiederbelebt oder so. Dealer. Ich gehe einfach nochmal. Also ich glaube, bevor ich gehe mal in den Chess Tower. Es ist natürlich jetzt dumm, mit einem toten Bernie hier reinzugehen. Aber egal, ich fahre da jetzt zu dem scheiß Mr. Montoli hoch. Ich weiß das nur, Mr. Pookie. Ja. Ja, das ist eigentlich... Merke ich mir die Orte. Ich weiß nicht, ob ich in der Wüste... In der Wüste war ja auch so ein Shop, ne? Ich will da hoch, Mann. Ich werde dich jetzt so verprügeln. Wo ist Mr. Montoli? Nee, der sagt nichts anderes, als er letztes Mal gesagt hat. Oh, tja.
Also Freunde, jetzt gerade stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch. Also wir sind gerade sehr ohne Antje, sind ein bisschen allein. Ich werde mich zum nächsten Mal auf jeden Fall informieren, wo von hier aus ich es am ehesten möglich habe, ein Kraut zum Wiederbeleben zu organisieren. Ich glaube tatsächlich in der Wüste, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was die bei dem Shop in der Wüste für Produkte geführt hatten. Das gilt es rauszufinden. Zum nächsten Mal werde ich das parat haben. Und dann, oh Gott, ja, ich vermisse Antje jetzt schon, also ich muss sie halt möglichst schnell wieder haben. Aber ich muss auch Bernie wiederbeleben. Das werden wir nächstes Mal hoffentlich alles schaffen. Ich hoffe, ihr seid optimistisch und schlaft trotzdem gut, auch wenn ihr Antje vermisst. Träumt gut und schlaft schön. Ciao.